Wir befinden uns im vierten Corona-Semester. So langsam kommen die Studierenden wieder zurück an die Unis. Und nach allem, was man hört, gibt es wieder viel mehr Präsenzveranstaltungen. Das ist einerseits schön, denn wer will schon sein gesamtes Studentenleben aus dem WG-Zimmer herausführen? Und andererseits, was bleibt eigentlich von jenen wilden Semestern, als plötzlich alles online stattfinden musste? Was bleibt an Erfahrungen und Hoffnungen? Und schwingt das Pendel jetzt wieder komplett in Richtung klassische Präsenzlehre oder wird es eine andere, innovativere, postpandemische Hochschule geben? Darum geht es in diesem Video. Los geht's! Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer uns schon kennt und abonniert hat, bravo, alles richtig gemacht. Alle anderen mögen bitte einmal den Abo-Button klicken. Vielen Dank dafür. Wenn man mal ganz ehrlich ist, studieren unter Corona war wirklich kein Zuckerschlecken. Das hatten sich bestimmt die meisten ganz anders vorgestellt. Wie zum Beispiel diese Studentin, die in der FAZ schrieb: Aber nun sitzen wir hier. Seit 400 Tagen sitzen wir in ein und demselben Zimmer, an demselben Schreibtisch, auf demselben Stuhl. Der Ausblick, ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Laptop. So haben wir uns unser Studentenleben nicht vorgestellt. Wir hatten auf Kneipen, Clubs, Lerngruppen, Filmabende gehofft. Wir hatten uns gewünscht, Leute kennenzulernen, tagsüber in der Bibliothek zu sitzen und abends unsere Freunde zu sehen. Doch wir bekamen diese weiße Wand, die wir seit über einem Jahr über den Rand unseres Laptops hinweg anstarren. Oder diese Studentin, die auf dem Blog von Jan-Martin Biada schrieb: Ein Studium über Zoom, Teams oder YouTube ist nämlich nicht dasselbe wie ein Studium in Hörsälen und Seminarräumen. So ziemlich alle sind sich einig, dass die Qualität der Lehre im Online-Studium leidet. Austausch findet nur zu einem Minimum statt und Gruppenarbeiten werden zur Herausforderung. Dazu kommen psychische Probleme von Studierenden, Einsamkeit, fehlende soziale Kontakte, Unzufriedenheit und mangelnde Konzentration können krank machen. Kein Wunder, dass sich dann auch relativ schnell Widerstand regte. Zum einen machten Professoren und Hochschuldozenten mit ihrer Initiative zur Verteidigung der Präsenzlehre auf sich aufmerksam. Sie verteidigten die Universität als einen Ort der Begegnung. Zitat: Wissen, Erkenntnis, Kritik, Innovation, all dies entsteht nur dank eines gemeinsam belebten sozialen Raumes. Für diesen gesellschaftlichen Raum können virtuelle Formate keinen vollgültigen Ersatz bieten. Und auch eine studentische Initiative sorgte sich in einem offenen Brief um die klassische Präsenzlehre. Zitat: Wir wollen Präsenzlehre, sobald sie wieder möglich wird. Wir wollen Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, der es ihnen ermöglicht, in eine Beziehung zur Welt zu treten. Statt sich den Erfordernissen der Technik anpassen zu müssen. Hybrid- oder gar Distanzlehre berauben die Bildungseinrichtungen ihres zentralen Elementes, der sie sich von einem reinen Wissensvermittlungsinstitut abheben lässt, dem des unmittelbaren Austauschs von Personen, die ein gemeinsames Interesse haben. In der Tat war ja vieles von dem, was während der Pandemie an den Hochschulen als Online-Lehre verkauft wurde, mehr der Not geschuldet. Wirklich didaktisch durchdacht war da vieles nicht. Emergency Remote Teaching nennt das der renommierte E-Teaching-Pionier Jürgen Handke. Es waren nur wenige Spezialisten, die wirklich gut darauf vorbereitet waren. So wie Handke, der mit seinem Flipped Classroom-Konzept schon seit vielen Jahren gezeigt hat, wie man es besser machen kann. Und doch blieb er ein einsamer Rufer in der Wüste. Dabei wäre mehr Mut und Tempo in Sachen Digitalisierung doch jetzt endlich mal angesagt. Deutschlands oberster Digitalexperte Sascha Lobo hätte da ein paar Tipps, gerade für den Bildungsbereich in Deutschland. Der erschütternde Zustand
der deutschen digitalen Bildung lässt sich an einer präpandemischen Zahl ablesen. In Dänemark zum Beispiel bekamen 91% aller Lehrerinnen und Lehrer ihre digitalen Geräte vom Schulträger gestellt. In Deutschland lag diese Zahl bei 4%. Und das liegt unter anderem daran, dass die Bildung so strikte Ländersache ist, dass der Bund seinen ungeheuren digitalen Sachverstand kaum je einsetzen darf. Und natürlich auch daran, dass die KMK, die Kultusministerkonferenz, schlicht das bräsigste Gremium der Welt ist. Die KMK legt so hölzerne Strategien vor, dass man damit halb Nordrhein-Westfalen vertäfeln könnte. Und die KMK war auch das Gremium, das statt vernünftige antipandemische Strategien für die Schulen wie Corona-Tests oder virenvernichtende Lüfter anzuschaffen, noch Ende 2020 empfahl, gegen Covid einfach mal die Klassenräume zu lüften. Das bedeutet konkret im Alltag ein Primat des Digitalen wirken zu lassen. Ich glaube, dass durch Corona eine Umkehrung wirksam geworden ist. Vor Corona brauchte man einen Grund, um etwas digital vernetzt zu machen. Jetzt und nach Corona braucht man einen Grund, um etwas nicht digital vernetzt zu machen. Für mich muss ein Motto der nächsten Jahre sein: Fragt nicht, was digital werden soll, fragt, was analog bleiben muss, und digitalisiert alles andere. Und akzeptiert keine fadenscheinigen Halbantworten ohne präzise und sachkundige Begründung. Es kann nach Corona nicht mehr sein, dass die Digitalaversen, die Selbstzufriedenen, die mit dem kohlenstofflichen Status quo Zufriedenen dieses Land und alle kommenden Generationen aufhalten. Und ja nicht nur dieses Land, sondern noch einen halben Kontinent dazu. Es wird ein Post-Corona-Boom kommen auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Und dieser Boom wird völlig eindeutig digital getrieben sein. Das Diktum, fragt nicht, was digital werden soll, sondern fragt, was analog bleiben muss und digitalisiert alles andere, sollten wir auch als Richtschnur für die künftige Hochschullehre nehmen. Denn sonst steht zu befürchten, dass wir wieder, wie schon so oft, vor einer ermüdenden Wertedebatte stehen und das Digitale wieder gegen die Präsenz ausgespielt wird. Aber ist das mit dem Digitalisieren wirklich so einfach, wie Sascha Lobo sich das vorstellt? Wir haben uns mal ein wenig umgehört. Ja, ich sehe vielleicht auch so, was Sascha Lobo sagt, im Sinne von, wir sollten alles digitalisieren, was digitalisiert werden kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Also da reden wir wirklich von 2023 und später. Und jetzt ist es viel wichtiger, nicht zu schauen, wie können wir Prozesse effizienter machen und zukunftsfähiger machen. Jetzt ist es viel wichtiger zu schauen, wie können wir die Teilhabe aller Studierenden in einem ordentlichen Studium garantieren. Also für mich ist wirklich der zentrale Punkt der Digitalisierung und der Erfahrungen aus der pandemischen Zeit an Hochschulen, dass wir die Teilhabe aller Studierenden ermöglichen, egal ob analog oder digital, und dass wir den Studierenden mehr Wahlfreiheiten geben, die ihnen letztlich helfen, ihr Studium an ihren persönlichen individuellen Lernstil und Studiumsstil quasi anzupassen und so auch also neue didaktische Möglichkeiten geschaffen werden, die den Studierenden letztlich helfen, besser auf die Kompetenzziele eingehen zu können. Soweit also eine Stimme der Studierenden. Doch wie sieht's auf der Seite der Hochschullehrer aus? Johannes Schildgen zum Beispiel, ein junger, begeisterungsfähiger Hochschullehrer, der sich mit großem Engagement für exzellente, qualitative Lehre einsetzt. Der Stifterverband hat ihn mit seinem Ars Legendi Fakultätenpreis ausgezeichnet. Wie sieht so ein Pionier die Lage an den Hochschulen? Ich bin ja seit 3 Semestern an der OTH und diese 3 Semester sind komplette Pandemiesemester gewesen. Das heißt, ich habe an der OTH nie in Präsenz gelehrt. Und einmal kam ein Kommentar von einem Studierenden: Ich glaube nicht, dass die Präsenzvorlesungen besser sein könnten als die virtuellen Vorlesungen von mir. Und damit will ich sagen, dass das vom Typ abhängt. Also viele Lehrenden sind wahrscheinlich besser in Präsenzlehrveranstaltungen. Ich sehe vor allem bei Professoren und Lehrenden, dass die
dass sie überfordert und genervt und überanstrengt vom digitalen Lehren sind. Aber bei Studierenden kriegt man es natürlich auch mit. Die sind zwar offen für Neues und sind sofort dabei gewesen, Online-Vorlesungen mitzumachen, aber die Studierenden haben sich ja ausgesucht, an einer Präsenzhochschule zu studieren und nicht an einer Fernhochschule. Und deshalb, allein deshalb sollte man so viel Präsenz in Zukunft wieder machen, wie nur geht. Tja, zurück zur Präsenz, weil viele von online genervt sind, ist die Frage, ob das gute Voraussetzungen für neuartiges kreatives E-Teaching ist. Zumal ja auch Studierende deutlich fordernder werden, wie Dominik Ohr feststellt. Wenn wir das analysieren, wenn wir das wirklich kreativ betrachten, denke ich schon, dass wir eine kreative Kraft daraus entwickeln können. Aber natürlich ist es ein bisschen die Frage, wenn alle sagen, na, ich bin nur erschöpft, ich möchte zurückgehen auf das, was wir vor 2 Jahren hatten, dann vielleicht wird das nicht die innovative Kraft, die wir erwarten. Allerdings denke ich, wenn man da zurückgeht auf das, was sozusagen normal war vor 2 Jahren jetzt, dann nimmt man die Lernenden auch nicht mit, weil die Lernenden haben auch sehr viel Erfahrung gemacht in den letzten 2 Jahren, die sie auch angerechnet bekommen wollen, die auch anerkannt bekommen wollen in ihrem Hochschulstudium. Das heißt, sie stellen jetzt Förderung und ich glaube, die Hochschulen müssen jetzt darauf reagieren. Ich finde das bedauerlich, dass man, bevor man über Digitalisierung redet, erstmal so eine Art Glaubensbekenntnis abgeben muss, dass man die Präsenzhochschule oder die Präsenzlehre weder abwerten noch abschaffen möchte. Aber die Debatte gibt es tatsächlich immer noch, immer mal wieder. Interessanterweise findet sie nicht dort statt, wo sich die Digitalisierungsexperten aufhalten. Also all diejenigen, die wirklich sehr nah dran sind an digitaler Lehre, die eine hohe Affinität zu neuen Formaten, zu experimentellen Formaten vielleicht auch haben, die sich jetzt mit virtueller Realität in der Lehre beschäftigen oder ähnliches. Bei all denen nehme ich diese Debatte überhaupt nicht wahr, denn für sie wird sich, ich sage das jetzt mal pauschal, stellt sich überhaupt nicht die Frage, dass Präsenzlehre und vor allem die Hochschule als ein physischer Ort absolut notwendig und wichtig sind und Bestand haben werden. Im Prinzip werden die Karten nun neu gemischt. Corona hat die Stärken und Schwächen von digitaler Lehre schonungslos offengelegt. Aber ein Zurück zum Status quo ante ist nicht mehr denkbar. Und so läuft es also zwangsläufig auf ein sowohl als auch hinaus. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Solche Überlegungen gibt es beispielsweise in der Germanistik. In einem Konsenspapier über Anforderungen an die zukünftige Lehre heißt es unter anderem: Das Corona-Semester hat deutlich gemacht, wie unangemessen die bloße Gegenüberstellung von Präsent und Digital ist. Das wird weder der Realität an den Universitäten vor Corona noch den Herausforderungen der Zukunft gerecht. Unser Ziel ist die bestmögliche Verbindung von präsenten und digitalen Lehr-Lernphasen und Elementen in der germanistischen Lehre. Zu den 50 Erstunterzeichnern gehörte auch Kai Bremer. Ich glaube, dass die Geisteswissenschaften insbesondere schon zu Beginn der Pandemie, also vor gut einem Jahr, angefangen haben, eine Lanze zu brechen. Da gab es ja auch gerade von germanistischen Kolleginnen und Kollegen auch diese verschiedenen offenen Briefe, die das gefordert haben. Und ich glaube aber, dass die Situation jetzt, und deswegen finde ich Ihre Frage sehr interessant, dass die Situation jetzt eine andere ist, weil wir natürlich jetzt überhaupt erst in der Lage sind, die Situation wirklich zu bewerten und zu beurteilen. Vor einem Jahr gab es da bestimmt auch viele diffuse Sorgen, diffuse Ängste, auch Unsicherheiten mit der Technik. Das ist weitgehend weg. Das muss man sich, glaube ich, erst mal klar machen. Die Hochschulen haben in einem, wie ich persönlich finde, in beeindruckendem Tempo gelernt und dazugelernt. Also, wenn man das beispielsweise mit vielen Situationen an den Schulen vergleicht, muss man sagen, die Digitalisierung hat an den Hochschulen erstmal hervorragend funktioniert. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass man jetzt tatsächlich, wenn man über Präsenzlehre nachdenkt, das viel stärker beschreiben kann vor dem Hintergrund dessen, was ist uns eigentlich im letzten Jahr verloren gegangen, was haben wir nicht gehabt. Und das wäre so ein Punkt, wo man, glaube ich, jetzt in der Situation ist, dass man Bilanz ziehen müsste. Ja, dann ziehen wir doch mal ein bisschen Bilanz.
Was ist denn bei der Online-Lehre gut gelaufen? Welche Erfahrungen kann man denn mitnehmen in Richtung einer postpandemischen Hochschule? Alle schauen die Vorlesung an. Entweder jetzt gerade live, während ich rede, oder heute Abend oder morgen oder am Wochenende oder übernächste Woche 3 Folgen hintereinander, spätestens vor der Klausur. Und das hat man während dem klassischen Präsenzbetrieb eher nicht. Also da halte ich manchmal eine Vorlesung, wo eigentlich 100 Leute hingehen sollten und es sind nur 30 da. Und das ist dann einfach nur schade, dass 70 Leute das gerade nicht mitbekommen haben, was ich da rede. Auch Kai Bremer nimmt einige positive Erfahrungen mit. Wir haben durchaus, glaube ich, ein Bewusstsein dafür gewonnen, was wir mit beispielsweise ganz konkreten Tools machen können. Ja, also in Seminaren haben wir angefangen, mit Digitalisaten viel stärker zu arbeiten. Ich arbeite mit alten Drucken, also mit Drucken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Da haben wir bisher mit Reklamheften gearbeitet, ganz häufig. Ja, und inzwischen haben wir angefangen, ganz stark mit den Digitalisaten, die es davon schon gibt, zu arbeiten. Und das war für die Studierenden zu Anfang eine große Umstellung. Aber die Evaluationen, die ich beispielsweise eingeholt habe, die sind total positiv, dass sie sagen, es ist unheimlich spannend, mit diesen alten Drucken zu arbeiten. Das sind so Zugewinne, die möchte ich gar nicht mehr verlieren. Und gleichzeitig haben wir bestimmt viele Situationen, über die Klausuren wird ja Land auf Land ab diskutiert. Das ist ein Riesenproblem, sowohl im Hinblick auf Überprüfbarkeit als auch im Hinblick beispielsweise auf Schreibniveaus, die dort abgefordert werden können. Da haben wir auch wiederum ganz, ganz große Schwierigkeiten, die wir beobachten müssen. Von daher würde ich nicht sagen, dass das Pendel in eine entgegengesetzte Richtung springt, sondern vielleicht ist es mehr wie so ein Pendel, das in verschiedene Richtungen schwingen kann. Also wir sind vielleicht mehr im Moment in so einer Dreiecksbewegung, die man beschreiben kann. Wir sind von einem sehr analogen Zustand in einen radikal digitalen geschwungen. Und jetzt sind wir, glaube ich, dabei, nicht uns in der Mitte auszurichten, sondern vielleicht nochmal etwas Drittes auszuprobieren. So würde ich das eher versuchen zu beschreiben. Okay, es ist also noch nicht so ganz klar, wohin das Pendel nun ausschlägt. Vielleicht sehen wir in naher Zukunft auch etwas, das aussieht wie eine nur scheinbare Rückwärtsbewegung. Was wir eben auch erfahren haben während der Pandemie, ist, dass diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, eine hohe Flexibilisierung und an der einen oder anderen Stelle auch einen enorm hohen Mehrwert bieten. Also beispielsweise, dass ich mich freier entscheiden kann, wann ich an den Lehrveranstaltungen teilnehme, dass Fahrzeiten wegfallen und dass ich mir eine Veranstaltung nochmal in Ruhe ansehen kann, dass die Lernenden vielleicht mehr Zeit haben, sich individuell oder in Gruppen wirklich in den Austausch zu begeben. Man hat also wahnsinnig viel gelernt und erfahren und neue Erfahrungen, die über die Präsenzlehre hinausgehen, gesammelt. Und da ist es nur selbstverständlich, dass man jetzt den Wunsch hegt, nach der Pandemie das Beste aus beiden Welten zu übernehmen, die Flexibilisierung beizubehalten. Man hat jetzt erfahren, das geht ja. Ich kann ja eine Sitzung auch digital abhalten, ich kann sie hybrid abhalten, ich kann sie in Präsenz abhalten, sobald das wieder möglich sein wird. Und dann werden ziemlich viele individuelle Wünsche auf uns einprasseln. Das ist aber nicht immer dann gleich alles abzudecken. Und meine Erwartung ist jetzt für die Zeit, für die Übergangszeit oder die Zeit nach der Pandemie, dass es erstmal so wirken wird, als machen wir kräftige Rückschritte. Momentan agieren wir an den Hochschulen unter einem Ausnahmezustand und wir haben bestimmte Regelungen erlassen bekommen, die uns erlauben, andere Regelungen außer Kraft zu setzen und Ähnliches. Das heißt aber, wenn die Pandemie vorbei ist und die Hochschulen Corona-Verordnung und wie sie alle heißen, wieder außer Kraft gesetzt worden sind, die uns ermöglichen, ganz kurzfristig beispielsweise auf digital umzustellen, und wenn die Hochschulen dann wieder auf die regulären Studien- und Prüfungsordnungen und andere Regelungen zurückkehren müssen, dann wird das erstmal so wirken, als würden wir eine Rolle rückwärts machen und uns wieder in die Vorpandemiezeit bewegen, die Flexibilität, all das Gelernte viel weniger nutzen, als die ein oder andere das vielleicht gerne hätte. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen da jetzt Geduld haben. Und auch wenn es so aussehen mag, als würden die Hochschulen nach der Pandemie sich erstmal wieder rückwärts bewegen, der Schritt nach vorne in eine Blended University, wie immer man sie nennen mag, der wird ein bisschen dauern und der wird auch nicht ganz geradlinig verlaufen. So kann man es natürlich auch betrachten. Und wahrscheinlich ist das sogar sehr klug. Es kann aber auch sein, dass man dann von der normativen Kraft des Faktischen einfach weggespült wird.
Denn wenn ich alles, was ich brauche, auf allerhöchstem Niveau im Netz finde, wofür brauche ich dann noch die Präsenzveranstaltung im Hörsaal? Deutschland hat es besonders schwer, und das sage ich als Informatiker, weil es gibt extrem gute Online-Kurse für alle Informatik- und Programmierthemen. Also wie das in anderen Fachbereichen ist, weiß ich nicht, aber bestimmt auch ähnlich. Aber in der Informatik sieht man das ganz extrem. Da gibt es Online-Kurse von Stanford University und anderen großen Universitäten, die schon seit Jahren ihre Kurse im Videoformat online stellen. Und damit meine ich nicht auf Aufnahme gedrückt und dann eine Vorlesung gehalten und dann nach 90 Minuten Stopp gedrückt, wie das gerne gemacht wird, sondern richtig professionell gemachte Videolehrinhalte. Und sowas braucht ein Studio, das braucht Studio-Personal, braucht das richtige Equipment. Und da dauert es noch, bis in Deutschland das alles so weit ist, in den Universitäten und Hochschulen. Aber das zeigt, dass Studierende auch einfach dort lernen können. Und einer der einzigen Vorteile, die noch hier in Deutschland bleiben, ist die deutsche Sprache. Also wer mit dem Englischen vielleicht Probleme hat, der ist dann bei so einem deutschen Kurs gut aufgehoben. Wer offen fürs Englische ist, und Englisch ist ja auch die Sprache der Informatik, schaut sich vielleicht stattdessen lieber so einen Kurs an. Und das andere, was natürlich für so einen deutschen Kurs aus Deutschland spricht, ist, da ist alles drin, was in der Klausur drankommt. Also damit kann man immer punkten am Ende. Und damit kriegt man auch die Leute, weil man einfach sagen kann, klar kann man sich einen Kurs von der Stanford University angucken, aber die machen nur diese Inhalte. Bei uns kommt auch noch das und das und das dran. Okay, das ist Stanford. In der Informatik mag das sicher gut funktionieren. Aber was ist, wenn ich ein kleiner Germanistikstudent in Osnabrück bin? Dann will ich meinen Prof vielleicht doch mal persönlich kennenlernen und mich an der Uni intensiv austauschen können. Lernen, forschen, studieren heißt ja nicht nur Wissen aufzunehmen. Gerade die Geisteswissenschaften erarbeiten sich ihre Themen ja im Dialog, im offenen Austausch von Argumenten und Sichtweisen. Wir brauchen, glaube ich, nicht drum herum zu reden, dass klassische Seminare, die wir bisher in Präsenz veranstaltet haben, dass die auch weiterhin in Zukunft präsentisch realisiert werden müssen. Die Universität ist ein besonderer Ort und darüber muss man immer wieder nachdenken und das muss man, denke ich, auch für jede Epoche wieder neu diskutieren. Aber die Universität ist schon historisch immer ein besonderer Ort gewesen, in der frühen Neuzeit beispielsweise sogar ein Ort mit einem eigenen Recht, ja, um sich das einfach mal auch in der historischen Genese klarzumachen. Und auch heute ist eine Universität etwas, wo eigene soziale Regeln gelten, wo Menschen miteinander auf eine ganz besondere Art und Weise kommunizieren und wo wir es eben gerade nicht mit einem allgemeinen öffentlichen politischen Raum zu tun haben, sondern wo man auch mal in Diskussionen beispielsweise etwas wagen kann. Und diese Grenzen des etwas Wagen, auch die Grenzen, jemanden zu kritisieren, anzugreifen für seine Thesen, das braucht eines gewissen Schutzraumes auch. Und dafür stand bisher tatsächlich der präsentische Seminarraum. Und da haben wir tatsächlich meiner Erfahrung nach auch Schwierigkeiten, gerade wenn es um auch gesellschaftspolitisch brisante Themen geht, dass wir dort eine größere Unsicherheit, eine größere Zurückhaltung im digitalen Raum erleben. Und das wäre so ein Bereich in dieser Grenze zwischen intellektuellem Austausch und sozialem Miteinander, wo ich immer sagen würde, da brauchen wir den Präsenzraum. Gerne, wie gesagt, mit hybriden Anteilen, dass die Studierenden, die jetzt krankheitsbedingt aus privaten Gründen verhindert sind, dass die sich zuschalten können, aber dass es sozusagen schon ein Primat des Präsentischen gibt. Das gilt vor allem natürlich auch für das klassische Forschungskolloquium, für den Austausch mit Doktorandinnen und Doktoranden, mit Habilitantinnen und Habilitanten, wo wir einfach feststellen müssen, wenn es um Qualifikationsarbeiten geht, um akademische Auseinandersetzungen, die teilweise über Jahre gehen, dann geht es teilweise eben nicht nur um die reinen Forschungsergebnisse, dann geht es eben auch durchaus darum, dass das eben sozusagen das eigene Kind ist, so ein bisschen, das hier in die Welt gebracht wird. Und wenn man dafür angegriffen wird, dann braucht es tatsächlich solche geschützten Räume, in denen man zwar einerseits Tacheles sprechen kann, wo andererseits aber
diejenigen, mit denen Tacheles gesprochen wird, auch deutlich ist, da dringt jetzt einfach nichts nach außen. Und da bleibt eine Unsicherheit im digitalen Raum. Das muss man einfach wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen. Und das gehört auch zu unserer Verantwortung dazu, darüber nachzudenken, dass wir diese Schutzräume auch wiederherstellen müssen, glaube ich. Ich habe jetzt beispielsweise aktuell ein Seminar zu Rassismus und Aufklärung, also ein historisches Seminar, wo wir über rassistische Texte, aber auch rassistische Praktiken im 18. Jahrhundert nachdenken. Und man merkt bei einem Teil der Studierenden, dass es da, wie soll man sagen, so eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf das Sprechen, über die Sprechweisen ist. Es möchte dann niemand jetzt beispielsweise in den Verdacht kommen, dass er sich oder sie sich einer rassistischen Sprache aneignet. Und das ist ein Bereich, wo ich unheimlich merke, wie wichtig das ist, dass wir das Seminar haben. Ich habe das auch ganz bewusst deswegen als eine Hybridveranstaltung gemacht. Da haben wir jetzt noch ein Blog-Seminar, damit einfach von vornherein klar ist, wenn da jemand unsicher ist, dann haben wir diese Möglichkeit, das viel, viel besser zu thematisieren, als wenn wir uns in einem digitalen Raum befinden. Da ist die Unsicherheit größer. Das kann man quasi durch den Bildschirm mit den Händen fassen. Es wird Zeit für ein Fazit. Wie die postpandemische Hochschule aussehen wird, ist noch unklar. Sicher ist, sie wird digitaler sein als vor Corona. Denn wir haben gesehen, das Digitale hat zweifellos viele Vorteile, die wir an den Hochschulen nutzen sollten und wahrscheinlich auch werden. Die Hochschulen in diesem Sinne umzubauen, braucht allerdings Geduld und Umsicht. Aber wie weit sind wir denn mit dem Umbau, Muriel Helbig? Ich glaube, das kommt drauf an, was Sie für ein Typ sind, ob Sie das Glas halb voll oder halb leer sehen oder da noch eine große Baustelle sehen oder schon ein halbfertiges Haus. Denn ich denke, beides ist richtig und die Hausbauanalogie ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, denn wir werden ja nie fertig sein. Das wäre ja falsch zu denken, wir bauen das jetzt einmal 2 oder 3 Jahre auf und dann steht das da und alles ist gut, sondern das ist ja gerade ein Bereich, der sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt und auch weiterentwickeln muss. Und ich bin auch nicht so eine Freundin davon, dass das alles so rasend schnell gehen sollte. Wir merken ja sehr stark, dass so Themen wie IT-Sicherheit, Datenschutz und Ähnliches eine große und wichtige Rolle spielen. Und je schneller wir versuchen würden, etwas aufzubauen und voranzukommen und vorzupreschen und anderes abzuschalten, desto anfälliger machen wir uns an anderer Stelle. Also nicht zu lange und perfekt überlegen und aufbauen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite würde ich auch wirklich dafür warnen, überhastet zu agieren. Und ich glaube, wir haben jetzt mit das Wichtigste erreicht, nämlich wir haben die Lehrenden und die Studierenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle mal mitgenommen auf die Reise, wie es denn aussehen könnte und wo wir denn jetzt stehen und wie weit wir sind. Und das ist, glaube ich, der größte und wichtigste Schritt. Das Ganze, was dann an Technologien, an Infrastruktur und so weiter folgt, kann folgen, wenn wir jetzt erstmal in der Breite wissen, worüber wir eigentlich reden und was wir uns eigentlich vorstellen und wünschen. Okay, das war's wieder von uns. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen und bis demnächst.